Hallo und Vitam hier auf meinem YouTube-Kanal Treffpunkt Stettin zu einem neuen Sonntagsvideo. Ja, um was es genau geht, seht ihr gleich nach meinem kurzen Intro. Also bleibt dran. Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Treffpunkt Stettin. Ja, ihr habt es gerade im Titel gesehen, Polen öffnet. Polen öffnet. Ihr werdet gleich noch ein Video sehen. Das komplette Video ist unten in der Beschreibung auch noch einmal verlinkt. Ja, Polen öffnet gegen alle Vorschriften. Restaurants und Cafés und kleine Pubs. Ja, es werden Strafen bis zu 6.600 Euro angedroht, wird im Video genannt, habe ich keine Bestätigung, ob diese Aussage wirklich stimmt. Es werden Bußgelder angedroht, das stimmt, ich weiß aber nicht die Höhe. Es wird auch im Video gesagt, der Ladenbetreiber soll sofort Cash bezahlen, die Strafe. Wenn nicht, kann man sein Konto, wie im Video gesagt wird, platt gemacht, also gefändet werden. Ob diese stimmt, ich habe noch keine Information, halte euch aber hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Andersrum, die Besitzer, die werden auch jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt 6.000 Euro zahlen muss, ja, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich riskiere es, öffne mein Lokal, ja, zahle dann 6.000 Euro und wenn ich sie nicht zahlen kann, wird sowieso alles platt gemacht, dann bin ich bankrott oder ich lasse es zu und bin trotzdem bankrott. Also, die Besitzer haben die Möglichkeit, zwischen einfach nichts tun und bankrott sein oder riskieren, nicht erwischt zu werden oder auch bankrott sein. Eure Kommentare unten einmal reinschreiben. Sind die Polen mutiger wie die Deutschen? Ich sage ja, denn es gibt gar nicht so viele Polizeibeamte oder Ordnungsämter, die hier wirklich alleine in Stettin jedes Lokal prüfen kann, ob die offen haben oder nicht. Also wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Und jetzt, wie versprochen, zwei kurze Videos. Ich möchte mich bei unseren Nachbarn ganz herzlich bedanken. Und ich weiß nicht, wie es genau heißt. Ich glaube, das heißt sowas wie Serdeczne pozdrawiamy do naszych odważnych Polki. Po Polako, so heißt es, glaube ich. Also vielen Dank für diese mutigen Menschen, dass sie es trotzdem machen. Und ich denke, zusammen werden wir das alles in diesem Jahr kippen. Ich bedanke mich auch bei den Italienern. Ich bedanke mich auch bei den Italienern. Gestern beim Corso hat der erste Italiener gesprochen, wofür ich mich herzlich bei ihm bedanken möchte. Und auf dem Wege möchte ich mich eigentlich als Versammlungsleiter jetzt erstmal in den Hintergrund begeben. Nochmal bitte an die Auflagen denken und falls Fragen entstehen, einfach mich wenden. Alles andere, denke ich, ist durchgesagt. Vielen Dank! Und so, Entschuldigung, eine Auflage noch vergessen. Und zwar ein Haushalt, glaube ich, ich muss jetzt rechnen, darf eine Person im Auto aus einem anderen Haushalt führen. Irgendwie sowas. Also ein Haushalt plus maximal eine andere Person aus dem Haushalt. Weil falls es mehr werden, dann sind die Ordnungskräfte vielleicht gezwungen, das zu kontrollieren. Also davon sich nicht verunsichern lassen. Das läuft hier alles ganz entspannt. Wir haben es auch immer sehr gut hingekriegt. Und das war eigentlich das Wichtigste. Alles klar. Vielen Dank. Die Polen haben eindeutig genug vom Lockdown. Immer mehr Restaurants, Hotels und Skilifte öffnen einfach auch entgegen der Maßnahmen der Regierung. Und gleichzeitig erklären die Gerichte viele dieser Maßnahmen für illegal. Und schon Mitte Januar hatten hunderte Unternehmen angekündigt, entgegen der Lockdown-Richtlinien zu öffnen, weil sie keinen weiteren Monat überleben werden. Also die einfachen Menschen in Polen haben sich gewagt, eine andere Meinung als ihre Overlords in der Politik zu haben. Und das ist natürlich immer sehr gefährlich. Und darunter sind Betreiber von Skipisten, Restaurants, Hotels und ähnliches. Und jetzt ist genau das passiert, was sie angekündigt haben, nämlich immer mehr Unternehmen öffnen. Auch, und das ist wichtig, auch unter der Androhung von Strafen durch die Regierung.
Zitat: Für die Nichteinhaltung von Pandemierestriktionen können in Polen Strafen von bis zu 6.600 Euro auferlegt werden. Die müssen die Betroffenen unverzüglich bezahlen, sonst kann die Kontrollbehörde das Bankkonto des Unternehmens blockieren. Also schon mal bis hier, das ist eine unfassbare Frechheit. Also über 6.000 Euro Strafe, und wenn du das nicht sofort bezahlst, was du womöglich nicht kannst, weil du schon all deine Ersparnisse durch den Lockdown aufgebraucht hast, dann, wenn du das nicht bezahlen kannst, dann blockieren die sogar noch dein Konto. Also, das ist dermaßen autoritäres Verhalten der Regierung, das nicht zu fassen ist. Aber die Menschen lassen sich davon nicht unbedingt beeindrucken. Weiter im Text, Zitat: Auch die Betreiber von 14 Skiliften in den Westbeskiden sind bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Wir haben beschlossen, unsere Pisten am 1. Februar zu öffnen, obwohl das die Regierung nicht erlaubt hat. Also, das sind Menschen, die Freiheit verdient haben. Menschen, die sich trotz massiver staatlicher Repressionen dazu entscheiden, der Regierung zu widersprechen. So nach dem Motto: Das ist mein Unternehmen und ich mache das auf, wann ich das will. Das gehört mir, das gehört nicht dir, das gehört nicht der Regierung, sondern das ist mein Unternehmen und ich treffe hier die Entscheidung. Und man kann auch schon die ganzen Allmanns sehen, die dann einen Anfall bekommen, weil die Polen einfach wieder normal leben wollen. So nach dem Motto: Nein, das dürft ihr nicht machen, ihr müsst alle eingesperrt sein, so wie wir hier in Deutschland. Wisst ihr denn nicht, dass absoluter Gehorsam bei allen Maßnahmen der Regierung Bürgerpflicht Nummer 1 ist? Ja, unfassbar. Apropos Maßnahmen. Merkel hat am Montag klargestellt, Zitat: Es wird keine neuen Freiheiten geben. Das ist ein Satz, der wird in die Geschichtsbücher eingehen. Es wird keine neuen Freiheiten geben. Die deutsche Kanzlerin gibt von oben herab bekannt, dass unsere Freiheitsrechte weiterhin ausgesetzt sein werden und man uns keine Freiheiten zum jetzigen Zeitpunkt zurückgeben wird. Das ist unfassbar. Und das zeigt auch, dass dein Recht auf Freiheit kein wirkliches Recht ist. Du hast kein Recht darauf, frei zu sein. Deine Freiheit ist lediglich ein Privileg, das Politiker dir wegnehmen können. Und Merkel entscheidet hinter verschlossenen Türen mit den Ministerpräsidenten, ob man dir deine Freiheit wiedergibt oder nicht. Und nicht mal das Parlament hat noch ein Mitspracherecht. Also, das ist unfassbar. Weil die Wahrheit ist natürlich, Freiheit ist das Geburtsrecht von jedem Menschen und kein Gnadenakt, den Politiker dir zusprechen. Niemand sollte die Erlaubnis von Merkel brauchen, um frei zu sein. Das ist der wichtige Punkt. Der Journalist Andreas Rosenfelder schrieb dazu Folgendes auf Twitter, Zitat: Es wird keine neuen Freiheiten geben. Eine Bundeskanzlerin, die so zu den Bürgern spricht, bewegt sich nicht nur rhetorisch, sondern auch politisch auf schlimmsten Abwegen. Nur, wer sagt es ihr? Wo ist die offene Gesellschaft, wenn man sie wirklich braucht? We'll be right back.